herzlich willkommen zur ersten Mathematikstunde mit Pixel Emmy. Ja, was für ein wundervoller Start. Das Intro, ihr habt es gesehen, wunderschön gestaltet. Und heute sind wir schon bei einem ziemlich schweren Thema gelangt, und zwar dem Wurzelziehen. Das ist nicht jedermanns Thema, aber ich erkläre ganz schnell, wie das geht. Als erstes braucht ihr natürlich, ist ja logisch, eine Pflanze. So, die habe ich jetzt mal hier. Danach müsst ihr euch nicht die Pflanze direkt angucken, sondern erstmals die Wurzel. Also die Wurzel ist bis hierhin ungefähr. So, daraus müsst ihr euch... Entschuldigung. Daraus müsst ihr euch jetzt einen so einen kleinen Teil der Wurzel nehmen. So. Ihr seht das hier. Und Wurzel ziehen beschreibt sich ja selbst. Ihr müsst jetzt hier an diesen einen kleinen Teil so lange ziehen, bis es abbricht. Das ging jetzt ziemlich schnell. Ich mach's normal. Hier, man sieht das, ich hab's in der Hand hier. Und ziehe und es geht ab. Das ist das Wurzelziehen. Es kommt dann darauf an, wie viele dieser kleinen Wurzelstränge ihr dann habt. Hier sehen wir, die Kamera zoomt zwar nicht ganz, also fokussiert nicht, aber ich kann euch sagen, Leute, es sind 5 kleine Stränge. Das heißt, die Wurzel aus dieser Pflanze, von diesem einen Strang hier, von dieser einen Abzweigung, ist 5. Tja, das hättet ihr nie erwartet, hä? Jetzt könnt ihr nochmal mit euren Taschenrechner nachrechnen, aber es kommt wirklich 5 raus. Ihr könnt mir glauben. Ja, und das war's eigentlich schon. Einfach ist das nicht. Ihr braucht wirklich nur eine Pflanze und eine geschickte Hand, um da die einzelnen Stränge abzuziehen. Und das war's schon für diese Episode. Und es geht dann nächste Woche weiter mit der zweiten Mathematikstunde. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Mal.